Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Dragon Quest 9 Hüter des Himmels. Im letzten Part waren wir immer noch in der Eulenkuhle unterwegs und haben nach einem Flüssigmetallschleim gesucht, den wir dann auch schließlich gefunden haben. Schließlich und endlich. Und wir haben auch die Zeit sonst so genutzt, um zu leveln. Wir sind ungefähr vom Durchschnitt Stufe 26, finde ich ganz gut so mit dem Team. Ich werde mal kurz auf alle heilen gehen. So, und bevor ich jetzt anfange mit dem Boss-Battle, ich habe ihn ja euch schon verraten, muss ich noch mal kurz was durchgehen mit euch. Ich wurde nämlich was angefragt, und zwar, wie viele Auszeichnungen ich bis jetzt ungefähr habe. Deswegen muss ich mal kurz ins Kampfarchiv, wo ist das? Kampfarchiv, hier, gucken. So. Du bist ja ein echt eifriger Titelträger. Da hast du schon schwer daran zu schleppen. Pass auf, dass du keinen fallen lässt. Keinesfalls. Titelträger. Okay. Für 10 Auszeichnungen, die ich bis jetzt habe. Aber ich habe bestimmt noch mehr, wenn ich jetzt noch öfters mal ins Kampfarchiv gehe. Deswegen habe ich bestimmt mehr als 10 Auszeichnungen. Kannst du dir schon auswählen. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit aufzunehmen, deswegen werde ich jetzt nicht noch nachgucken. Eine Sache aber noch. Und zwar, wie viele Kämpfe ich schon gewonnen habe. Und zwar sind das 456 bis jetzt. Das wollt ihr wissen. Und noch eine Sache. Und zwar das bisherige Team. Nämlich ein Zauberer. Ihr könnt auch mal mitbeurteilen. Ein Zauberer Stufe 25, ein Krieger Stufe 25, Priester und Dieb 25 würden jetzt gegen den nächsten Bossgegner antreten. Was meint ihr, was die für Chancen hätten? Um das besser vergleichen zu können, müssen wir natürlich selbst gegen ihn kämpfen, was wir natürlich jetzt auch diesen Part machen werden. Ich würde sagen, also vom Level her ist es gut. Das wird auf jeden Fall ausreichen. Also es kommt darauf an, wie gut du bist. Ich nehme mal an, du bist gut. Ich kenne dich ja. Und von den Leuten her, wenn der Krieger der Hauptdamage-Dealer ist und der Priester die ganze Zeit am Heilen ist, dann wird das, denke ich mal, ausreichen, wenn du gut genug bist. Und oha, wen haben wir denn hier? Wir gucken mal kurz. So, die Stimme ist auf. Vor dem Sockel wacht eine gigantische Steinstatue. Plötzlich erschallt eine ernste Stimme. Ich bewache den Pfad des Lichts. Jeder, der Zugang zur Würmwacht wünscht, muss sich erst als wichtig erweisen. Jetzt geht's richtig los. Ja. Drong. Und schließlich. Was noch? Da fehlt noch was. Go. Diese drei Silben sind wichtig. Für den jetzigen Kampf. Denn unser Gegner heißt Gadrongo. Genau. Gadrongo nähert sich. So. Bildschirm ist jetzt wieder gut. Ich hatte eben noch Probleme, das Ganze überhaupt zu starten mit der Aufnahme hier, weil die Videokamera nicht mit der Qualität umspringen wollte, mit Nacht und Tag und so. Ihr kennt das ja. Deswegen muss ich ein bisschen was ändern. Aber ist jetzt nichts Großes. Ich meine, hat nicht wirklich viel verändert. So, auf Butcher konzentrieren. So, wir können jetzt endlich mal hier den Falkenhieb ausprobieren in einem Dings. Ihr wisst schon, in einem Boss-Battle. So, genau das wollte ich sagen. Schade, dass wir noch keinen... Können Priester eigentlich Mega-Stärkung überhaupt lernen? Glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ist mir jetzt auch egal. Oh, der greift zuerst an, der ist schneller und richtig schön stark. Oh, wunderbar. Todesstoß. Das kenne ich irgendwo her. Vorletzter Part, das Ganze mit den Todesstößen und im letzten Part die ganzen kritischen Treffer. Gönnt hat übrigens nur 59 LP. Aber im nächsten Angriff wird er überleben. Aus einem guten Grund, weil er jetzt ja gestärkt ist. Und jetzt gesehen, Gadrongo kann nur einmal angreifen, ne? Oder habe ich mich gerade geirrt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mich nicht verguckt. So, die beiden machen wieder dasselbe. Stärkung. Nur beim Flumps, die brauchen das hier nicht unbedingt. Die haben entweder eine gute Verteidigung oder sehr hohe LP. Deswegen. Flumps kann sich heilen eigentlich. Den Todesstoß, den werde ich noch aufbewahren. Das lohnt sich sonst gar nicht vorher. Ich meine, nur wenn Günther jetzt verletzt ist, das macht keinen Sinn. Jetzt noch 7 LP. Dank der Stärkung hat es gerade so gereicht. So, gut. Die beiden sind jetzt auf Maximum in der Verteidigung. Ganz gut so. Und vielleicht schaffen wir jetzt auch die 100 mit Fnupsi. Natürlich nicht. Das hätte mich auch nicht anders gewundert, wenn sowas passiert. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Jetzt fällt mir gerade ein, Günther könnte jetzt ganz schön... Ich mache was Folgendes. Prügelknaben. Ich will jetzt nicht, dass Günther stirbt, wenn er nachher jetzt noch den Todesstoß offen hat. Deswegen wird Fnupa jetzt Prügelknaben einsetzen und ihn beschützen. Du machst jetzt in der Zwischenzeit Doppelmoppel. Dann kannst du Stärkung einsetzen und fünf sie wieder zu helfen mit der Verteidigung, die heruntergeht. Und dann kannst du schon mal den Todesstoß einsetzen. Ich hätte nichts dagegen. Mach das einfach mal. Mach's einfach. Los. Und jetzt bin ich schon mal... Oh! Ha! Ihr seht, Flumper hat Doppelschaden genommen, weil er Günther beschützt hat. So, Engelschor. Deswegen, da wir so oder so einen Schaden bekommen haben, nützt der Engelchor ja mal richtig viel. Sehr schön. Das finde ich gut. Gut, dass ich Prügelknabe eingesetzt hat. Das könnte sonst tödlich geändert sein.
Hätte sonst tödlich enden können, so meine ich das. Ihr versteht ja, was ich meine. Das war der Prügelknabe. Wir wechseln wieder den Bildschirm und dann sehen wir mal, was wir jetzt machen. Wir werden jetzt nämlich Folgendes tun. Wir werden jetzt erstmal Helmspalte einsetzen, damit wir seine Verteidigung ein bisschen sinken. Das Ding ist riesig. Die Pfeile oben kann man ja kaum sehen, wie ich gerade merke. Das werdet ihr auch gleich nochmal merken. So, Doppelmoppel und Vollkonzentration ist bereits erledigt. Jetzt kommt der Falkenhieb. So, und ihr beide macht Folgendes. Günther und Flumpine sind jetzt schon auf Maximum Verstärkung. Dann muss ich mal gucken. Dann werden sie wahrscheinlich erstmal selbst die anderen stärken. Und zwar erstmal Fnupsi. Ich gucke mal kurz in der Fähigkeit. Das ist ja gar keiner, ne? Nee. Ich will mich nie daran gewöhnen können. Okay, dann kann der eine auf Fnupper gehen. Bin ich für. So, ihr seht jetzt, die Pfeile sind kaum zu sehen. Soll man sehen. Dann haben wir wieder der Fußstampfer. Stärkung. Leider wird Fnupsi, glaube ich, schneller sein als Fnupper, ne? Sonst könnten wir ja nur sonst noch die Chance, die Verteidigung zu senken. Das wäre... Oh, nee, doch nicht. 706 Schadenspunkte. Ist doch schon mal was. Und? Nee, hätte sogar so eins gemacht. Okay, dann ist es ja auch egal. So, können wir weitermachen. Das ganze Spielchen nochmal von vorne mit Aufputscher und Konzentration und so. Obwohl, hat er die 100 schon erreicht? Der hat er ja gar nicht erreicht, ne? Fällt mir jetzt das auf. Ich dachte... Ey, auch egal. Dann werden wir gleich mal sehen, wie das sonst so laufen würde. Bevor ich jetzt irgendwas mache, ich werde jetzt auf jeden Fall auf Heilung gehen. Ich will jetzt nichts riskieren. Und dann kriegt schon mal Fnupsi die volle Stärkung. Muss ich mir merken, dass nur Fnupper eine Stärkung braucht. Oh. Das war knapp. Ein Riesenschreck und jetzt kann Günther überhaupt nichts mehr machen. Das ist natürlich gut, dass Fnupine dann Mittelheilung einsetzt. Puh. Glück gehabt. Gut. Dann hat also keiner von den beiden, so weder Fnupper noch Fnupsi, jetzt maximale Stärkung. Das werde ich jetzt also gleich ändern. Die haben jetzt was zu tun, denn von den LP her sieht es noch ganz gut aus. Aufputscher konzentrieren, Stärkung einmal auf Nupa und Stärkung einmal auf Nupsi. Sieht gut, dass ich mir immer merke, dass ich vorher immer den Bildschirm wechsle. Oha, jetzt kommt schon der Odem-Angriff. Aber es ist so eine Lähmungsattacke. Sehr gut, Günther. Da kann ja mal sein, dass sie Schaden machen, aber sowas kann sie auch mal auswirken. Es gibt, glaube ich, auch giftige Odem-Sachen. Und ich glaube, die können ja also somit auch einen vergiften. Wenn ich mich nicht total irre. So. Stärkung überall auf Maximum, das kann ja nur gut ausgehen. Na, da der gute Typ ja auch keinen ganz sauber kann. Ach verdammt, komm. Gleich haben wir es. Machen wir jetzt das Folgendes. Ich setze Helmspalte ein. Du machst weiter Konzentration und ihr beide schaut doof in die Röhre. Gehen wird jetzt auch nichts mehr bringen, ganz sicher nicht. Das wiederum ist gut. Abschirmung können die ja. Also, ich meine, schützt ein Mitglied der Gruppe vor Odem-Angriffen. Das machen wir. Das machen die bei sich selbst. Das ist doch eine ganz gute Idee, da jetzt auch die Gegner ja Odem-Angriffe einsetzen können. Das können sie eigentlich gar nicht. Konnten sie vorher gar nicht, ne? Ist das jetzt das erste Mal? Ach du Scheiße. Den kenne ich noch nicht. Okay. Dann weiß ich, was eine Hypnose gleich zu tun hat. So, und haben wir 100 erreicht? Ja, haben wir. Sehr schön. Jetzt bin ich auf den nächsten Angriff gespannt. So, danach, und wenn er dann noch nicht tot ist, wird der nächste Angriff sicherlich ausreichen. Aber der fällt nicht auf meinen Helmspalter-Trick herein. Das finde ich natürlich ein bisschen doof, aber was soll man machen? Machen wir gleich mal weiter. Jetzt klingelt es natürlich, also die Kirchenglocke. Hört man aber nicht. Helmspalter, du machst weiter mit Falkenhieb. So, du hast Zeit, jetzt eine neue Chance, dich auszutoben. Ich hoffe nur, dass Günther dann nicht auch noch stirbt, denn dann haben wir keinen Heiler mehr und so. Oh. Mittlerweile werde ich sogar nicht mehr getroffen, das ist super. Ja, hat gereicht, sehr schön, wunderbar. Och, die Abwehrkraft ist runter. Oha, nur 546, weil er einmal... Ah, der musste natürlich... ich dachte gerade, 546? Aber wenn er einmal abwehrt, das ist natürlich doof. Klar, dass er es dann überlebt. So, Freunde, das ganze Spielchen nochmal von vorne. So, da jetzt alle Angriffe fürs erste Mal auf Nupsi gehen werden, ist es umso besser... Ach du Schande, du hast gar keine MP mehr. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Was kannst du noch einsetzen? Gehen kannst du einsetzen. Heilung reicht für das erste, glaube ich, auch. Und du kannst dann erstmal. Obwohl, kannst du Stärkung einsetzen? Ja, ne? Das ist auch in Ordnung. Stärkung auf Lupine, dann kannst du erstmal Mittelheilung nutzen. Das ist noch viel besser. Damit wir wirklich alle MP verbrauchen. Das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir nicht. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet.
dass er schon wieder einen kritischen Treffer raushaut. Verdammt, ey. Ah, es ist dann doch ein bisschen kompliziert geworden. Ja, leider hat das auch keinen Sinn mehr gehabt. Ah, verdammt. Was hat Schnupper jetzt zu tun? Er kann Helmspiel weiter einsetzen, ne? Scheiße. Vor lauter Schock habe ich dann meinen Bildschirm angespuckt. Du kannst ja eh nichts mehr machen. Du kannst jetzt nur noch angreifen, ne? Fähigkeiten. Merkurstoß, tierischer Hieb, Wunderpunkt. Steht vor allen anderen los. Tierischer Hieb. Ich greife einfach ganz normal an. Auf jeden Fall neue Chance. Ach du Schande. Damit habe ich jetzt echt nicht mehr gerechnet. Ah Gott. Sehr schön, Günther. Der Einzige, der jetzt wirklich mit dem Schild agieren kann. Sehr gut, sehr gut. Das klappt alles beim ersten Mal. Na, 14. Und die Verteidigung ist auch nicht gesenkt worden. So, jetzt immer noch nicht. Mein Gott. So, den holen wir wieder ins Leben. Auf Putscher hier. Konzentrieren. Du kannst ja eh nichts mehr machen. Oder macht Merkur Stoß dann mehr Sinn? Mittelheilung. Du Schande. Ich bin nervös, ich bin nervös. Na komm, das lohnt sich nicht. Oh Gott. Schnupsi ist ja schon wieder tot hier. Gut, dass sie jetzt in die Mittelheilung kommt. Boah, das könnte jetzt knapp werden. Vor allem, dass Schnupsi nur noch angreifen kann. Das ist irgendwie blöd. Jetzt werde ich auf Folgendes zurückgreifen. Jetzt hat Schnupsi schon mal 20 Schaden. Schaden wollte ich schon, ja, Schaden würde ich sagen. Ich meine Konzentration. Da werde ich jetzt einfach immer wieder auf Aufputscher gehen und einen Falkenhieb. Anders wird sich das gar nicht lohnen. Du kannst angreifen und hier nochmal Mittelheilung, bitte. Wohl, wir könnten eigentlich auf Nupine opfern. Wenn ich mal ganz ehrlich sein will, aber egal. 14! Yay! Ah, die Unresistenz. Oh Gott. Sehr schön, Schnupper. Ich bin ja Gott hier. 234. Ich finde, wir können fürs Erste so weitermachen. Ich glaube, ich muss die Part ein bisschen verlängern, so wie es aussieht. Ich habe keine andere Wahl. Vor allem haben wir auch kaum noch Zeit. Ich hoffe, die Parts kommen noch, heute noch raus. Aufputscher, Falkenhieb. Und du kannst dann so weit auf... Was machst du denn da? Komm, Heilung kannst du mal einsetzen. Eine kleine Heilung, und zwar für Fnupsi. Ich möchte nicht, dass er stirbt wegen dem kritischen Treffer eigentlich, aber überhaupt ist er... Natürlich. Natürlich, die Konzentration ist auch wieder weg. Es musste sein. Geil. Das wäre jetzt echt schon geil, wenn Schnupine besiegen könnte. So sieht es aus. Ja, dann passiert da nichts. Toll. Ich muss den Schnupsi wieder aus dem gelähmten Status rausholen. Ich glaube, das kann ich sogar. Aufputscher wird dann hoffentlich noch helfen. Ich muss jetzt mal gucken. Kikiriki. Ding Dong. Kannst du eh nicht einsetzen. Also ist egal. Egal. Ding Dong bitte. Gut, dass ich das schon kann. Oh, jetzt müssen die anderen. Wäre es kritischer Treffer gewesen, die, ne? Aber Günther kann die ganze Zeit mit seinem Schild agieren. Das finde ich saugeil. Ah, sieht cool aus, ne? Schnupsi ist aufgeheilt. Hau einfach nur zu. So, Aufputscher gilt auch. Wunderbar, jetzt klingelt das Telefon. Es ist alles perfekt. Aufputscher, Falkenhieb. Hauptsache, wir machen dich jetzt irgendwie kalt. Das kannst du noch einsetzen, Günther. Ich würde sagen, heil mal den Fnupper. Nee, heil mal dich selbst. Find noch viel besser. Wir brauchen den noch. Oha, Herzenbrecher. Ah, deswegen sollst du dich selbst heilen. Immerhin eine Heilung, aber Mittelheilung hat es auch gebracht. So, komm. Hab wir gerade aufgeschoben. Ah. Töt ihn doch. Ah, Schande. Was machen wir da? So, ich werde gleich mal kurz einen Stopp machen. Also, ihr wisst, was ich damit meine. Ich werde kurz die Videodatei neu an. Du kannst gleich Heilung dich selbst nochmal einsetzen. Und ich mache gleich einen kurzen Cut und sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Auch wenn die Kamera jetzt immer noch wackelt, ist mir egal. Ist ja nicht so schlimm. Das gibt sich ja gleich wieder. So. Er trifft er jetzt, aber es ist nicht so wild. Macht nur noch 7 Schaden. Wie doof. So, Günther schon fast wieder voll geheilt. 28 MP hat er auch noch. Ja, 35 Punkte. Schaden. Ja, geil. Gardongo ist besiegt. Hat gerade noch so geklappt. Um die 3000 Erfahrungspunkte bekommen wir alle, also wie bei einer Stahlstaffel. Und wir erreichen Stufe 26. 5 Talentpunkte. Sehr schön. Also Flumpine. Und die wiederum... Ah, genau. Setz es mal hier rauf, dann kriegst du nämlich mit natürlicher magischer Medizin plus 60.
Halleluja. Das kannst du ausnutzen. Plus 60. Mensch, Mensch, Mensch. 3050 Goldmünzen. Ätherischen Stein. Mhm. Sehr, sehr schön. Okay. Wir haben es. Also, Qualität? Qualität, Dankeschön. Ihr habt euch jetzt würdig erwiesen. Ich offenbare euch den Pfad des Lichts, der euch in das Reich von Graugnaz führt, im Hellen der Himmel. Ich fange an zu leuchten. Und hinterlasse das. Bitteschön. Warum sagt uns denn keine, dass wir an einem verflippten Schlägertypen vorbei müssen? Aber wir haben es ja geschafft. Was ist denn das für ein Pfeil- und Bogending da oben auf der Statue, auf der Säule? Öffnet man damit etwa diesen Pfad des Lichts? Wir sollen ihn einfach mal mitnehmen, Freunde. Ich wäre dafür. Flutbar untersucht den Sockel. Da ist eine Tafel mit einer Inschrift. Flutbar liest sie sich durch. Der Pfad des Lichts ist im Pfeil versiegelt, bis jemand kommt und ihn entriegelt. Möge der Pfeil über die Würmenwacht gleiten und den mutigen Recken den Weg bereiten. Auf dem Sockel thronen Pfeil und Bogen. Sie strahlen einen majestätischen Glanz aus. Mitnehmen, ja. Dann haben wir ihn. Endlich. Flutbar hält den Würmlichtbogen. Damit können wir endlich nach Brimbergen. Sehr schön. Damit wäre unsere Mission für diesen Part erledigt. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.